Die AfD ist programmatisch vor allem eine eurokritische Partei. Lässt sich eine so eurozentrierte Ausrichtung in die Landespolitik übersetzen? Ja, das stimmt schon. Man hat immer den Eindruck, dass es irgendwie eine eurozentrierte Partei ist oder dass es eine eurokritische Partei ist. Man muss das vielleicht ein bisschen einschränken. Das stimmt schon alles, aber der Euro ist eher ein Symbol für die Parteien, Symbol für die Anhänger auch, der integrierend wirkt, gerade in der derzeitigen Situation, weil sich dadurch ganz viele Auf- und Abwertungen gerade in Deutschland gegenüber dem Ausland zum Beispiel herstellen lassen und der Euro damit sozusagen eher eine Symbolfunktion bedient und eigentlich eher sozusagen ein taktisches Element ist, ja, vor diesem Hintergrund oder vor dem Hintergrund sich praktisch die unterschiedlichen Anhänger und die unterschiedlichen Strömungen in der Partei eigentlich erst begegnen konnten. Und das ist sozusagen eigentlich der Grund dabei. Deswegen ist es so, dass man, wenn man auf den Euro guckt oder wenn man auf die Partei guckt, hat man immer sehr schnell den Euro im Blick. Darum geht es aber eigentlich nicht, sondern es ist sozusagen der Punkt, vor dem alle Sachen taktisch im Prinzip zusammengeführt wurden. Hat die AfD dann ein landespolitisches Programm? Die AfD hat in den Landtagswahlkämpfen, wie auch in allen anderen Wahlkämpfen, denen sie bislang angetreten ist, einige schmale Programmpunkte, eigentlich eher in Form einer Proklamation, eigentlich immer nur kurze Sätze, in denen angesprochen wird, was man erreichen möchte. Ein ausgearbeitetes Programm kann man das kaum nennen, aber das ist bislang zumindest nichts, was der AfD geschadet hat. Ganz im Gegenteil, es sind eher Punkte, wo die AfD, sagen wir mal, mit der Stimmung, mit dem Sound, den sie anspricht, Erfolg haben kann. Wie versucht die AfD konkret in Ostdeutschland Wähler zu gewinnen? Konkret passiert das unter anderem dadurch, jetzt bei diesen Wahlen, dass profilierte Politiker und Politikerinnen eben auch als Top-Kandidaten eingesetzt werden. In Sachsen ist das Frauke Petry, die dort eben gerade die Spitzenkandidatin ist. In Brandenburg ist es Alexander Gauland, eben gerade zwei Leute, die von Anfang an eben gerade in der Führungsspitze der Partei unterwegs waren und dort auch wichtige Posten bekleidet haben. Und dann, das muss man auch dazu sagen, ist es natürlich so, dass in Sachsen, gerade in Sachsen im Wahlkampf, auch ein deutlich konservativeres bis rechtspopulistisches Programm bedient wird. Zum Beispiel werden dort Volksabstimmungen gegen Moscheebauten mit Minaretten gefordert. Es sind sehr, sehr starke christliche Bezüge, wenn man so will, da sehr viel, oder der Schutz der Familie und solche Punkte, die man aus anderen Wahlkämpfen bei der AfD auch gekannt hat, steht dort sehr doll im Vordergrund. Und das sind Punkte, mit denen die AfD dort Erfolg haben möchte. Und ich denke, dass der Wahl in Sachsen natürlich eine Symbolfunktion zukommen wird und dann vielleicht auch einiges danach folgen wird. Sachsen ist das Land, in dem die AfD bislang die höchsten Zuspruchsraten bekommen hat bei den vergangenen Wahlen. Und insofern wird davon auch viel abhängen. Wo sind die größten Wählerwanderungen zugunsten der AfD zu erwarten? Ja, ganz eindeutig von der FDP. Also in Sachsen ist es so, dass wir ja die letzte schwarz-gelbe Regierung bislang noch in einem Landtag haben. Und gehört nicht viel dazu zu sagen, dass das wahrscheinlich bald anders sein wird. Die FDP steht in den Umfragen derzeit natürlich ziemlich schlecht da. Also es sieht so aus, als wenn sie es nicht in den Landtag schaffen würde. Und die AfD scheint eben gerade, wie auch in den vergangenen Wahlkämpfen bei der Europawahl oder eben gerade auch bei der Bundestagswahl, davon profitieren zu können. Wo lässt sich die AfD im Parteienspektrum der ostdeutschen Bundesländer verorten? Das ist ganz ähnlich, wie es in allen anderen Ländern oder eben gerade auch auf Bundesebene ist. Die AfD lässt sich als Partei rechts von Union und FDP einordnen. Sie ist damit eigentlich im Prinzip das, wovor in der Union lange Zeit gewarnt wurde, dass eben eine solche Partei nicht entstehen soll, nicht entstehen darf. Das ist mit der AfD jetzt geschehen. Und da muss man einfach sehen, wie es dann in Zukunft weitergeht. Der sächsische Generalsekretär der AfD, Uwe Wurlitzer, hat von einer Schicksalswahl in Sachsen gesprochen. Warum ist die Wahl für die AfD so bedeutend? Ja, Sachsen ist die erste Wahl, die nach der Europawahl, die erste Wahl auf Landesebene, die eben gerade nach diesen beiden größeren Wahlen, eben die Bundestagswahl und die Europawahl, schon jetzt in Deutschland stattfindet. Und es ist das erste Mal, dass die AfD natürlich die Chance hat, in ein Landesparlament in Deutschland zu kommen. Und Sachsen ist das Land, in dem die AfD in den letzten
bei den letzten Wahlen eben gerade die höchsten Zusprüche bekommen hat. Und von daher ist eben schon zu erwarten eigentlich, dass dort die AfD es in den Landtag schaffen wird. Und das ist sozusagen genau der Punkt. Also da wird sich einiges entscheiden. Das ist der erste Einzug in einen Landtag, der wirklich in Aussicht steht. Und eben 2 Wochen später sind 2 weitere Wahlen. Und daraus lässt sich dann natürlich sozusagen Wirkung ableiten, auch von dem, was in Sachsen passiert. Wenn die AfD dort gut abschneidet, ist das natürlich auch ein Signal an die anderen beiden Bundesländer, dort eben nochmal, ja, alles zu versuchen, um es da natürlich auch zu schaffen. Und es wird davon, wird abstrahlen. Insofern ja, kann man dieses Statement des Generalsekretärs schon in diese Richtung interpretieren. Und ja, wahrscheinlich muss man ihm auch zustimmen.